Ah, Miss Fry. Gerade zeigte ich Jacob die ersten Nachrichten, die über die reparierte Leitung kamen. Oh, den Seilwerfer können Sie übrigens behalten. Wir konnten einen weiteren für Ihren Bruder besorgen. Exzellente Arbeit. Danke, nochmal. War ein Vergnügen, Mr. Bell. Alles zur Verteidigung unabhängiger Nachrichten und der freien Rede. Freie Rede ist gut, aber freie und kurze Rede wäre noch besser. Haha, ah, Fry, welch bissiger Humor. Das war das Stichwort, wir müssen los. Oh, Ihnen beiden viel Glück. Melden Sie sich, jederzeit. Nun, da diese Ablenkung hinter uns liegt? Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Angenehm. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Starricks befreien. Wer sind meine Ziele? Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starricks Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. Dieser Beruhigungsserum ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer.
Rechten sind geschlagen und die Revolutionäre rufen die erste spanische Republik aus. Isn't that odd? Von mir! Leider sind heute der Dummheit keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Ach, ich habe letztes Mal nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Evie Fry und das mein Bruder Jacob. Sagen Sie, glauben Sie an Gespenster? Nicht wirklich, nein. Ja. Ich selbst bin auch eher skeptisch. Wir leben hier in einer der modernsten Städte der Welt. Und dennoch sind ihre Einwohner dem Übersinnlichen so hörig, dass sie Scharlatanen Tür und Tor öffnen. Und deshalb trat ich dem Ghost Club bei. Der ersten Gesellschaft in der Welt, die dieses Phänomen systematisch untersuchen möchte. Denn die Wahrheit, wie ein Gespenst, muss erst bedrängt werden, bevor sie sich offenbart. Schließen Sie sich uns an? Das klingt absolut lächerlich. Warum nicht? Das klingt faszinierend. Prächtig. Hier ist Ihr erster Fall. Es gibt beunruhigende Berichte von mehreren Übergriffen in Lambeth. Die Menschen erzählen von Angriffen eines uralten Dämons, Sprungfeder-Jack. Dieser Teufel liegt sicher auch gerade jetzt auf der Lauer. Sie müssen ihn ausfindig machen. Glühende Augen, große Klauen und dieses Lachen. Zum Glück kamen ein paar Passanten und verjagten ihn. Jemand muss etwas unternehmen, bevor er erneut zuschlägt. Thank you.
Unser Güterzug kollidiert mit irischem Posten. 32 Passagiere und ein Feuerwehrmann sterben. Alle schrecklichen Details in der neuen Ausgabe. So einfach ist es nicht. Jetzt habe ich dich. Spuren an den Wänden? Jetzt habe ich dich. Abgelegenes Lagerhaus, viele Wachen, ein maskierter Irrer im Innern. So lässt es sich leben. Seht ihr ihn?
Mann! This is bad. Ihr solltet euch verpissen, bevor ihr es aufregt. Wer bist du, dass du uns den Spaß verderbst? Der Abschaum von London ist nicht besser als Tiere. Und so wird er auch behandelt. Wir lassen uns von Jack inspirieren. Der weiß, wie man die niederen Klassen hält.
Ruf ja nicht nach Hilfe. Was wollen Sie von mir? Sind Sie von der Polizei? Sind Sie ein Pooler? Bleib ganz ruhig. Ich verdiene den Strang nicht. Ich brauche keinen Grund, um dein Leben zu beenden. Was wollen Sie von mir? Sind Sie von der Polizei? Sind Sie ein Pooler? Bleib ganz ruhig. Mach ja keinen Laut. Was wollen Sie von mir? Sind Sie von der... Nein, bringen Sie mich nicht zurück, bitte! Halb so schlimm. Du bekommst ein paar Tage in der Zelle und jetzt komm schön mit. Sein. Danke. Bitte schön. Danke. Jacob, Miss Fry, schön, Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen.